Ja, meine Lieben, ich habe wieder was sehr Günstiges, Preiswertes für euch. Tja, das ist nicht schlecht. Ja? Also das ist wirklich nicht schlecht. Ich kannte mal jemanden, haben mich ein bisschen geistesgestört. Die haben die ganze Pflanze abgeschnitten und weggeschmissen. Genau in der Größe, voll blühend. Warum? Weil angeblich die Stechmücken anziehen. Ja? Unfassbar, oder? Unfassbar. Ja, also hier ist der Pool deaktiviert. Die Gegend ist in Mahmutlar. Wir haben hier Zitronenbäume, Palmen, Zitronenbäume, Mandarinen, Orangen, Rosen. In Mahmutlar, ja. Das ist für Leute, welche eine große Wohnung brauchen, aber preiswert. Denn diese Wohnung ist Ücharta, bitte, immer. 3 plus 1, also 4 Zimmer. 4 Zimmer. Und so schaut das Haus aus. Mit Notfeuertreppe hier extra noch. Mama. Mama. Dankeschön. Das ist der Eingang. Hier sind die Wasser- und Stromrechnungen. Alter etwa 15, 20 Jahre alt etwa. Aufzug haben wir auch da. Dankeschön. So, das ist der Aufzug. Also der Preis ist super. Und 3 plus 1, also 4 Zimmer. Und voll möbliert. Alles drin. Ja. Was drin ist, was ihr jetzt seht, ist im Preis mit dabei. Okay? So, jetzt sind wir gleich da. Also die Wohnung, also das Haus selber ist eigentlich schon ordentlich. Es ist halt älter, ich schätze mal 20 Jahre alt, aber wichtig ist, dass sie gepflegt ist. Und wie man sieht, ist hier alles sauber und man gibt Acht auf alles. Hier ist der Zugang zur Feuertreppe, hier ist das normale Treppenhaus und Aufzug haben wir hier. Es ist halt nichts sauteures, weil sonst wäre es auch nicht so günstig. Von 68 auf 65 runtergehandelt. So, hier ist jetzt die Wohnung. Leute, die ist eh gleich weg. Bin ich mir sicher. In der Türkei zieht man sich immer die Schuhe aus. Ja? Übrigens, ich weiß, das werden einige jetzt nicht mögen. Man tut auch nicht mit Muscle Shirts in der Türkei rumlaufen. Das ist nicht schön. Ja? Viele meiner Freunde machen das auch. Die können das natürlich machen. Ich sage nur den Hinweis, dass so geschlossene T-Shirts besser sind. Manche haben dann voll die Achselhaare noch raushängen. Das ist nicht schön. Nur mal so nebenbei. Ich will euch was von der Türkei erzählen. Okay? Also, hier die Wohnung. Ui, die ist ja riesig. Ein Kostkutschermann muss hier. Boah, Leute, die Wohnung ist ja riesig. Was ist hier? Hier ist ein Zimmer mit einem Balkon. Und hier haben sie einen Wintergarten draus gemacht. Und das ist der Platz davor. Leute, die Wohnung ist schon weg. Garantiere ich euch. Also, falls euch die Wohnung gefällt, langt sofort zu. Ja, wir sind zwar in Mahmutlar, aber in einem schönen Gebiet. Es ist schön ruhig, überall Geschäfte. Und die Wohnung ist riesig. Fliegengitter scheinen auch schon da zu sein. Leute, die Wohnung ist groß. Also ein Zimmer haben wir hier. Ein Klo. Ja, das ist nur Klo. Ein Klo. Dann haben wir nochmal ein Schlafzimmer. Nochmal ein Schlafzimmer. Hier haben wir diese Aussicht. Also das ist nochmal ein Schlafzimmer mit einer Klimaanlage. Die ist auch mit dabei. Schauen wir mal, ob da auch eine Klimaanlage war. Hier war, glaube ich, keine. Genau, hier ist keine Klimaanlage. Also hier haben wir eine Klimaanlage mit drin in diesem Schlafzimmer. Ein großes Schlafzimmer. Dann haben wir hier, da gehen wir später hin. Jetzt gehen wir erstmal Klo, Dusche Nummer, also Klo Nummer 2, Dusche Nummer 1. Hier kommt die Waschmaschine rein, so viel ich weiß, ist schon dabei. Die Waschmaschine ist mit dabei im Preis. Dann haben wir, und warm, wir haben Solarenergie, Warmwasser,
haben wir. Also mit den ganzen Schränken, Leute, mit den ganzen Schränken. Der Preis ist super. 65. Boah, riesen Wohnzimmer mit all den Sachen. Wo hältst du die anderen her? Leute, ich sag euch, langt sofort zu. Super, Micha. Sauber. Buschane. Fiat Hedie. Aha, hier haben wir auch eine Klimaanlage. Also, Kühlschrank haben wir da. Kochfeld. Herd. Spülmaschine. Keine. Ja, das ist natürlich schlecht, aber Kühlschrank ist nagelneu. Also hier könnte man eine Spülmaschine reinmachen, ne, weil Spülmaschine ist schon wichtig. Okay? Also hier könnte man eine Spülmaschine reinmachen. Und jetzt gehen wir uns zum Balkon. Schauen wir uns den Balkon an. Sie haben das Balkon auch zugemacht und ein großer Balkon. Balkon hat keine Steckdose und kein Wasser. So, meine Lieben. Hammer Wohnung. Hammer Wohnung. Gefällt mir. Und schau mal die Aussicht von da hinten. Die Aussicht da hinten. Ne? Wunderschön. Das ist euer Bereich. Der ist halt deaktiviert. Könnt ihr aber aktivieren. Da drüben ist er aktiviert. Ich sag euch, eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Größe zahlt ihr locker ohne irgendwelche Möbel drin. Das sind übrigens teilweise neue Möbel, wie man sieht. Zahlt ihr locker 80.000, 90.000. Ja. Hier Tisch, Stühle, super. Okay, also so viel von mir. Wer Interesse hat, meldet sich. Leute, 65.000, super Preis. Ja, da geht aber kein Gramm weniger. Super, wirklich. Gefällt mir. Very nice, very nice. Also mit Vorhänge, Feige, mit Vorhänge. Und schau mal die Stuckdecke. Ne? Leute, sofort zulangen. Okay, danke fürs Zuschauen. Das Zimmer hatten wir schon, das Schlafzimmer hatten wir auch. War da auch eine Klimaanlage? Nein, hier ist keine. Also zwei Klimaanlagen sind mit dabei. Schränke sind mit dabei. Okay, bye bye, vielen Dank fürs Zuhören.